2013 des AMV Neufeld hat heuer den Titel Grenzenlos. Zwei Konzerte im ausverkauften Kulturzentrum Dr. Fritz Hinowatz werden am 16. und 17. März gespielt. Aber was hier so gut organisiert und einfach aussieht, bedarf guter Vorbereitung. Bereits im Oktober werden der Titel und die Musikstücke ausgewählt und ab Dezember werden die Stücke geprobt. Im neuen Jahr geht es dann für Orchester und Kapellmeister Richard Hirschler so richtig zur Sache. Ab Jänner haben wir dann eigentlich im ersten Monat eine Gesamtprobe und dann immer Registerproben. Und dann ab Februar proben wir dann immer zweimal die Woche. Genau eine Woche vor dem Konzert beginnt die heiße Phase. Das Probenwochenende ist angesagt und das bisher Gelernte wird noch perfektioniert. Zur selben Zeit finalisiert Martin Hornig die PowerPoint-Präsentation, die die Musik dem Zuschauer noch näher bringen wird. Mehr als 200 Folien hat er in den letzten beiden Wochen erstellt. Wieder zurück im Musikheim wird noch immer fleißig geprobt. An diesem Samstag wird noch bis 18 Uhr geblasen und geschlagen, was die Instrumente hergeben. Auch der darauffolgende Sonntag ist noch bis 13 Uhr mit Musik verplant. Am Montag wird der Umzug ins Kulturzentrum vollzogen. Erstmals sitzen auf dieser Bühne 50 Musiker. Das hat eine weitere Vergrößerung notwendig gemacht. Heute wird der Ernstfall geprobt, mit allem, was dazugehört. Auch Verena Koll sitzt schon hinter der Leinwand am Laptop. Sie liest die Partitur mit und steuert die PowerPoint-Präsentation. Präzision ist an dieser Stelle genauso gefragt wie auf der Bühne, denn der Folienwechsel muss genau auf die entsprechende Note erfolgen. Kapellmeister Richard Hirschler ist nach dieser Probe schon sehr zuversichtlich. Die Vorbereitungen sind wirklich gut gelaufen. Wir haben wirklich sehr gut geprobt, sage ich jetzt einmal. Meine Musiker sind alle wirklich motiviert. Also es könnte morgen schon sein, wir hätten heute auch schon spielen können. Der Samstag ist da. Eine völlig neu formierte Minimusiker bestreitet das Vorprogramm. Richard Hirschler und sein Orchester können jetzt die Früchte ernten, die sie in den letzten Monaten gesät haben. Durch das Programm führt Dr. Christian Glanz. Seine unterhaltsamen Geschichten unterstreicht er mit einer zu jedem Land passenden Kopfbedeckung. Immerhin geht es musikalisch durch den Großteil der Europäischen Union. Das anspruchsvolle Programm hat viele Proben gebraucht. Für die Musiker war das nicht immer einfach. Es war eigentlich sehr interessant vom Programm her und ja, es ist hauptsächlich, geht man ja wegen der Kameradschaft hin und ich würde sagen, ja, stressig, aber trotzdem schön. Ich muss sagen, es war eine sehr schöne Zeit, aber es war viel Anstrengendes dabei und es hat auch Zeiten gegeben, wo ich mir gedacht habe, das muss ich nicht wirklich haben oder das muss nicht sein. Also es ist größtenteils war es eigentlich eine super Zeit. Also verbringen habt dürfen. Ja, es war sehr interessant. Ja, wir haben einiges dazugelernt, natürlich, weil sonst würden wir jetzt nicht das Konzert so absolvieren können. Und ja, es hat richtig Spaß gemacht und darum bin ich auch dabei, weil es Spaß macht. Das Konzert ist musikalisch auf höchstem Niveau. Kein Fehler hat dieses Musikerlebnis getrübt, oder? Das bleibt ein Geheimnis. Bei der zweiten Zugabe gibt es auf der Bühne eine kleine Revolution. Happy birthday to you, happy birthday, lieber Richard.
Hintergrund liegt im heutigen Geburtstag des Kapellmeisters. Nur kurz währt dieses Zwischenspiel. Und so endet für den Arbeiter Musikverein Neufeld ein überaus erfolgreicher Samstagabend.